Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Two Worlds 2. Was haben wir denn hier? Bestimmt wieder so ein Healer oder sowas in der Richtung. Den Schadenskristall. Ja. Wir haben ja Maliels Träne gestohlen in der letzten Folge und müssen die jetzt zu Risa zurückbringen. Dazu muss ich wieder nach Chesna da. Ach, die Elfen. Ich habe verstanden, was ist mit den Enten geschehen. Ich würde eigentlich gerne wieder meine Standardwaffen ausrüsten. Fällt mir gerade auf. Also das Ding und das Ding. Ruhe. So, ich habe das Gefühl, uns erwartet jetzt hier Ärger. Ich habe mir beinahe schon Sorgen gemacht. Doch nicht etwa um mich, dass ich tot bin oder gefoltert werde oder vielleicht was wirklich Schlimmes? Oh, wie wunderschön. Da werde ich nicht widersprechen. Ich. Stimmt was nicht? Es tut mir leid, aber nach allem, was du für mich getan hast, verdienst du, dass ich ehrlich mit dir bin. Wie meinst du das? Ich schulde niemandem Geld. Die Träne ist für einen anderen Zweck bestimmt. Ich verstehe nicht ganz. Ich will jemanden aus seinem Versteck locken. Jemanden, der schon lange ein Auge auf die Träne geworfen hat. Und jetzt, da sie in meinem Besitz ist. Du willst ihn umlegen. Genau das hat er meiner Familie angetan. Die ganzen Morde, die Leute von Mirage. Die Dreckschweine, die meine Familie verraten haben. Dann bist du. Risa Darum. Die Tochter von Tirs Darum. Ich dachte, er hätte einen Sohn. Der Erstgeborene übernimmt in der Regel das Familienunternehmen. Von daher passte es nicht so ganz, als ich geboren wurde. Mein Onkel hat angeboten, dass mein Vater seinen Sohn wie seinen eigenen aufzieht. Im Austausch sozusagen. Damit wäre alles in der Familie geblieben, sollte mein Vater eines Tages sterben. Als dann alle ermordet wurden. Hat dein Onkel dir die Wahrheit gesagt? Das war nicht nötig. Nur wenige brechen so zusammen, wenn ein Neffe von ihnen stirbt. Und meine Tante? Sie konnte mich nicht mal mehr ansehen. Mirage hat mir beide Familien genommen. Jetzt nehme ich, was mir zusteht, oder lasse die ganze Organisation auffliegen. Ich brauche vermutlich keine Reden darüber zu halten, dass Rache niemals etwas zum Guten geändert hat. Nein, die Worte kannst du dir sparen. Aber wie willst du zu ihm vordringen? Niemand hat jemals sein Gesicht gesehen. Mit Ausnahme einer Person. Tonk. Na gut, damit kann ich dich nicht allein lassen. Ich habe Jaska auf Tonk angesetzt. Er soll bei ihm durchsickern lassen, dass du die Träne gestohlen hast. Als Geschenk sozusagen, um dich zu bedanken. Ohne mich zu fragen? Du hast bereits auf der Abschussliste gestanden. Ich musste etwas Zeit rausschinden für dich. Für uns. Wie viel Zeit haben wir denn? Nicht viel. Tonk war bei mir. Er hat gesagt, wir sollen ihn informieren, wenn wir für die Transaktion bereit sind. Er wird Mirage zum Treffpunkt mitbringen. Wo soll das sein? In der Kanalisation. Ich werde dich dort treffen, aber erst musst du Tonk sagen, dass wir soweit sind. In Ordnung. Risa. Valerin, er hat mich angeheuert, dich zu entlarven. Ich weiß. Aber vermutlich wird er sich um einiges mehr freuen, wenn Mirages Identität aufgedeckt wird. Mehr als über die Enttarnung des geheimnisvollen Mörders. Danke. Wir sehen uns in der Kanalisation. Viel Glück. Das ist schön, dass diese Sache ein Ergebnis annehmen kann, womit ich auch leben kann.
die ganzen Truhen hier, ey. Wer weiß, was die da alles drin zu liegen hat, ne? So, wir sollen jetzt zu Tong. Hat man da. Genau am Teleport. Das lob ich mir. Okay, da beim Hintereingang. Was ist denn eigentlich? Okay. So. Ja, und nu? Hier ist doch nichts. Ich habe so das Gefühl, dass er... Du hast es ganz schön weit gebracht. Wenn du meinst. Und in so erstaunlich kurzer Zeit. Von Valerines Maulwurf zu einem, der dem großen Mirage persönlich gegenübertreten darf. Ich habe eben viel Ehrgeiz. Zu viel Ehrgeiz kann unangenehme Folgen haben. Das möchte ich dir als Warnung mit auf den Weg geben. Vergiss nicht, auf welcher Seite du stehst. Du wolltest herausfinden, wer Mirages Leute umbringt. Das werde ich schon nicht vergessen. Aber jetzt bin ich hier, um dir zu sagen, dass ich Malils Trainer habe und wir bereit sind für die Übergabe. Mir soll es recht sein. Wir sehen uns am Treffpunkt. Okay. Agent Smith. Seine Stimme, oder? So, also wieder runter in die stinkende Kloake. Ich wollte gerade sagen, Eingang ist halt gleich hier um die Ecke, denn die nehmen wir auch. Puh. Gut. Da bist du ja. Ich war schon beunruhigt. Bist du bereit? Ja, bin ich. Risa. Was ist? Ach, nichts. Komm, bringen wir es hinter uns. Gut. Folge mir. Der Ort der Transaktion liegt genau da, wo ich eben durchgelaufen bin. Jaske? Es war vereinbart, dass Mirage persönlich kommt. Hm. Seid euch dessen sicher. Mirage ist ein Mann, der zu seinem Wort steht. Dann warten wir. Er ist bereits anwesend, nicht wahr? Wie überaus scharfsinnig von dir. Oh nein. Du hast das Zeug zu einem guten Spitzel. Wann hast du es gewusst? Im gleichen Moment, als du bei Basil aufgetaucht bist, mit all deinen Fragen. Aber Respekt. Schließlich erfordert das eine harte Hand, will man seine Ziele erreichen. Wer wüsste das besser als ich?
Aber wo bleiben meine Manieren? Willkommen, Miss Darren. Die gemeinsame Zeit war mir ein ausgesprochenes Vergnügen. Anlass genug für eine großzügige Geste meinerseits. Denn ich hoffe immer noch, dass die junge Dame ihre Absichten noch einmal überdenkt. Darauf würde ich nicht wetten. Wie melodramatisch. Nun, erlaubt mir, meine Sichtweise der Dinge darzulegen. Miss Darren sollte sich einmal die Frage stellen, ob sie ihr eigenes Kind wissentlich in Gefahr bringen würde. Und zwar aus reiner Machtgier sucht sie nicht nach einer Gerechtigkeit, von der ihr eigener Vater gar keinen Begriff hatte. Terce hätte gehen können und seine Tochter als glücklichen Menschen großziehen. Sie hätte einen guten Mann finden können, womöglich einen wie dich. Aber bleiben wir einen Moment bei dir. Was hast du bewegt, seit du bei uns bist? Du wolltest unseren hochgeschätzten Kommandanten dabei helfen, einen Mörder von Berufsverbrechern zu finden. Und nun steht die Mörderin genau neben dir. Deshalb stelle ich dir die Frage, warum gehst du nicht einfach weiter und überlässt diese Sache mir? Ja, ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf ihn hier, ne? Weil ich will Risa auf keinen Fall im Stich lassen. Ich denke, Valerian wird sich auch mit dem Kopf eines berüchtigten Paten zufrieden geben. Unser Plan ist doch immer noch, ihn zu töten, oder? So einfach? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es gibt immer was zu tun. Oh, der hat aber ein paar Resistenzen, mein lieber Scholli. Schnell looten, solange wieder betäubt ist. Wer weiß, ob ich nach dem Kampf dazu komme. Gut, der hat nichts bei sich. Wie, und jetzt abhauen oder was? Tja, also, das Schöne daran ist, dass außer uns niemand weiß, wer Mirage wirklich war. Man wird den alten Jerske für den gesuchten Mörder halten. Tja, du hast erreicht, was du wolltest und kannst jetzt ein neues Leben anfangen. Also, was genau hast du jetzt eigentlich vor? Erstmal von ihr verschwinden. Das war alles ein bisschen viel für mich. Und wo, denkst du, sollen wir hin? Wie wär's, wenn wir zu mir gehen, bis sich alles beruhigt hat? Ach, na dann nach dir. Ich würde den gerne noch looten, ne? Oh.
Ich finde, du wirkst ein wenig angespannt. Dagegen müssen wir doch was unternehmen. Hast du da an was Bestimmtes gedacht? Weißt du, das gefällt mir an dir. Deine Zurückhaltung. Und weißt du, was mir gefällt? Was ich da gerade vor mir sehe? So, ein Brief von Risa. Was ist das? Marlils Trainer hat sie da gelassen. Okay. Den Brief werden wir uns gleich zu Gemüte führen. Hellebarde der Springfluten. Ultimativer Heiltrank. Nice. Brachialer Kriegshammer. Rüstung des Läufers. So. Gucken wir uns hier auch nochmal schön um. Schild der Offenbarung. Wolkenbeben. Was war das jetzt gerade? Ich habe das Nekromantenrobe. Ach, das Zauberkundigen. Söldnerstiefel, Lederhandschuhe, gesegneter Hut des Feuerzauberers. So, Brief von Risa. Ich weiß, dass es für uns im Moment keine Zukunft gibt, aber ich wollte dir trotzdem danken. Ohne dich würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo tot im Straßengraben liegen. Ich weiß selbst nicht, was ich mit der Ermordung von Mirage erreichen wollte. Am Anfang hat das alles noch einen Sinn für mich ergeben, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich dachte, ich wüsste, was zu tun ist. Aber jetzt erscheint mir alles so vage und ohne Bedeutung. Ich muss in Ruhe nachdenken.
Es tut mir wirklich leid, dass ich dich sitzen gelassen habe. Ich muss einfach so weit weg von Hadmador, wie ich nur konnte. Und ich weiß ja, dass du hier noch nicht fertig bist. Aber wenn es so etwas wie Schicksal in dieser Welt gibt, werden wir uns irgendwann wiedersehen. In Liebe, Risa. Okay. Wir haben ja hier noch mehr gefunden. Brief an Risa. Die Inschrift über dem Siegel sagt, zur Öffnung am 15. Geburtstag. Mein liebes Kind, während ich diese Zeilen schreibe, bist du bereits mit den Ordens auf dem Weg nach Süden. Die Ordens haben zugestimmt, dich bei sich aufzunehmen. Es sind gute Menschen und ich bin mir sicher, dass du es bei ihnen gut haben wirst. Du hast sicher viele Fragen und ich will versuchen, dir zu erklären, warum du nicht bei deinen richtigen Eltern aufgewachsen bist. Es ist so, dass eine schreckliche Plage unsere Gegend heimgesucht hat. Ja, nennen wir es eine Plage. Und sie hat sich rasend schnell in Hadmador und Chesnada ausgebreitet. Unzählige Menschen sind ihr zum Opfer gefallen. Aber was mich am meisten betrübt, ist die traurige Tatsache, dass deine Eltern zu den Opfern zählen. Du hast überlebt, aber ich musste dich fortschicken, damit du auch weiter am Leben bleibst. Glaub mir, das war der einzige Weg. Der Tod deiner Eltern macht mich unendlich traurig. Sie waren wie eine Familie für mich. Und jetzt, da sie nicht mehr sind, bist du meine Familie und der einzige Mensch auf dieser Welt, der mir etwas bedeutet. Es hat mir das Herz gebrochen, dich wegschicken zu müssen. Aber es musste sein. Alles, was zählt, ist, dass du am Leben bist und bei Menschen, die dich lieben. Ich werde nie vergessen, wie du mit deinen glockenhellen Lachen durch die Straßen Hadmadors gelaufen bist und in den Brunnen gespielt hast. Du warst das süßeste und schönste Mädchen der ganzen Stadt. Ich bin mir sicher, dass du inzwischen zu einer nicht minder schönen Frau herangewachsen bist und hoffe, dass du dein Glück gefunden hast. Leb wohl, mein Kind. Zesk. Ah. So, der zweite Brief. Liebe Risa, bitte komm nicht nach Hadmador. Ich riskiere unser beider Leben, allein indem ich dir diesen Brief schreibe. Risa, glaub mir, es gibt in Hadmador Leute, die dich ohne mit der Wimper zu zucken töten würden, wenn sie dich finden. Ich weiß, wie sehr du dich nach Hadmador sehnst, aber es ist hier momentan einfach viel zu gefährlich für dich. Ich werde ständig beobachtet und es war schon schwer genug, nur diese kleine Nachricht rauszuschmuggeln. Wenn sich die Lage hoffentlich in ein paar Monaten beruhigt hat, werde ich dir nochmal schreiben und wir können uns an einem sicheren Ort treffen. Vorher darfst du unter keinen Umständen nach Hadmador kommen, Zesk. Gut, wir haben hier noch Pläne für den Tempel zu Hadmador. Ah. Ja. Das hätte ich mir wahrscheinlich mal vorher angucken sollen. Aber okay. So. Gut. Was haben wir denn jetzt an Quests noch offen? Wir müssen ja eigentlich mal Bericht erstatten hier mit Mirage und Valorants Informant Mirage. Ich habe herausgefunden, wer Mirage ist. Allerdings kann ich es selbst noch nicht fassen, dass es die... Ich sollte gehen und Valorant die Neuigkeiten mitteilen. Schließlich hat er eine Belohnung versprochen. Genau. So. Und dort werden wir jetzt erledigen. Bei mir seid ihr fündig geworden. Pass doch auf. Ja, sorry. Schaut nur her, alles, was das Herz begehrt. Kein Wunsch bleibt unerfüllt. Tränke. Nur noch diese Woche. Ausverkauft zu konkurrenzlosen Preisen. Mhm. Schau gerne wieder bei uns vorbei. So, wo ist er denn? Was über Mirage rausgekriegt? Er wird keine Probleme mehr machen. Du hattest den Auftrag, ihn zu finden, nicht ihn umzulegen. Du kannst dich nicht beschweren. Was redest du da? Ich sollte mich einmischen. Dinge tun, die du nicht erledigen konntest. Die Sache hat eine Eigendynamik entwickelt. Am Ende hieß es nur noch er oder ich. Trotzdem habe ich das nicht gewollt. Ich hatte andere Pläne mit ihm. Man kann viel wollen oder nicht wollen. Ich hatte es auch nicht darauf angelegt. Verstehe. Hast du erfahren, wer er wirklich war? Es war Jerske, ob du es glaubst oder nicht. Was? Der alte Jerske? Dass er mit der Bande zu tun hatte, habe ich ja geahnt. Da ist noch was. Mirage hat in letzter Zeit sehr um seine Position gefürchtet. Was meinst du damit?
Er hat allen misstraut, hat seine eigenen Leute verdächtigt, gegen ihn zu arbeiten. Schließlich hat er einen nach dem anderen umgelegt. Er ist der Mörder, den wir suchen. Hab ich's doch geahnt. So wie er selbst an die Macht gekommen ist, traut er natürlich keinem. Ich hätte ihn mir wirklich gerne gegriffen. Schade, dass er schon tot ist. Aber du hast deinen Teil der Abmachung eingehalten. Hier ist die Belohnung. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Jetzt ist die Sache beendet, verstanden? Kümmer dich ab sofort um deine Angelegenheiten und mach mir keinen Ärger. Okay, hast du noch was zu sagen? Anscheinend nicht. Gut. Oder auch nicht. Ei, verschlossen. Was auch immer das Herz begehrt, hier werdet ihr fündig werden. So. Gilde der Nekromanten, Barrieren, Termiteneier, Weckruf für den... Ich habe ein merkwürdiges Skelett. Oh, doch, die kann ich auswählen. Ich dachte, die konnte ich nicht auswählen. Die Runensteine haben wir ja immer noch offen. Es gibt noch einen Runenstein, der soll irgendwo in New Ashos verborgen sein. Da kommen wir noch nicht hin. Das auch New Ashos. Ja... Dann können wir uns aussuchen, was wir jetzt als nächstes machen. Gilde der Nekromanten, wo muss ich denn da hin? Weckruf für den Toten da hinten. Nur geschenkt ist günstig. Aber das ist doch da, wo ich das Skelett gefunden habe, ne? Das bringt mir jetzt nicht wirklich was, wenn ich da nochmal hingehe. Ich erkenne einen Kunden, der weiß, was er will. Oh, ein Topfhelm. Nice. Wenn er jetzt dazu noch die passenden Rüstungen hätte, ja, die würde ich ihm sofort abkaufen. Söldnerstiefel. Was habe ich denn aktuell? Ich habe hier so einen ollen Lederhelm. Sicher, dass sie diesen Gegenstand erwerben möchten. Ja. Henkersklinge. Oh, die ist aber auch schön stark, ne? Erfordert Level 26. Gut, das lassen wir erstmal. So, ist der denn jetzt besser als... Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die 4% kann ich noch verknusen. Das heißt, wir werden den jetzt aufsetzen. Das andere, da kriegen wir einen Wertekristall wieder. Wassermagie. Das ist doch nur...
gilt das dann zum Schutz oder wie darf ich das verstehen? Wassermagie plus 1, nee. Nächsten Mal hier oder in einem unserer anderen Geschäfte. Also, es sieht schon irgendwo ein bisschen dämlich aus, ne? Weil dieser... Hier gibt es nur hochwertige Ware. Dieses Ding ganz unten am Helm, ne? Das sieht aus wie so ein lachender Mund. Einmalige Gelegenheit. Die beste Ware zum erschwinglichen Preis. So, gut, dann werden wir hier mal reingucken. Aber wie gesagt, da ist ja... Ich werde um Azar trauern. Ja, ich auch. Ja, hier haben wir noch einen Schmied. Nochmal eine Chance, irgendwie an gute Rüstung ranzukommen. Lederrüstung. Warum denn immer nur Lederrüstung? Ich möchte mal so eine richtig schöne Plattenrüstung haben hier. Skillbuch des Fackelhiebs. Okay, das kaufen wir. Skillbuch Gegenangriff haben wir schon. Da ist die Arena, da haben wir ja nichts mehr zu tun. So, und hier ist das mit dem Skelett. Ah, benutze Aschas Zahn, um das Skelett von den Toten zu erwecken. Okay, haben wir. Und jetzt? Ein starker Heiltrank. Ja, da, dafür ist es wohl zu spät. Mal gucken, was da drin ist. Also wenn sich das jetzt hier nicht lohnt, ne? Testament. 500 Auras. Verwesung. Totenhand. Und Irfans Stab. Ich glaube, den sollte ich auch aufheben. Schauen wir uns mal das Testament an. Da. Ich, Livid Irfan, Gildenmeister der Bruderschaft, wohnhaft in Hatmandor, erkläre dies im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte zu meinem letzten Willen und Testament. 1.1. Die Überreste meines Körpers sollen in der Gruft der Kriegergilde an der Seite meiner gefallenen Brüder aufgebahrt werden. 1.2. Ich übertrage die Verantwortung für die Begleichung meiner Schulden, der Bestattungskosten und aller weiteren Verbindlichkeiten an Mahdi, meinem Nachfolger, als Gildenmeister. Bis zu meinem Begräbnis soll er fortan als der weise Mahdi bekannt sein. Dies ist mein Wille. 2.1. Die Hälfte meines in einer Holztruhe befindlichen Hab und Gut soll in den Besitz meines Nachfolgers übergehen. Falls es ihm gelingt, die Truhe zu öffnen, scheitert er, möge sich ein anderer Bruder darin beweisen. Mein Besitz umfasst 500 Auras, einen seltenen Nekromantenstab, den ich mein Leben lang verborgen gehalten habe, und zwei Zauber, Verfall und Leiche, die eigens für mich vom Meister der Nekromantengilde kreiert wurden. Den restlichen Besitz vermache ich zu gleichen Teilen an meine Nachkommen. 3.1. Dieser, mein letzter Wille, wurde in doppelter Ausfertigung erstellt. Jeweils ein Original verbleibt in meinem Besitz. Das andere wird zur sicheren Verwahrung an meinen Zeugen, dem weisen Mahdi, übergeben. Livid Irfan, Gildenmeister der Bruderschaft im letzten Kampf seines Lebens. Nice. Tja. Mal gucken, was Mahdi dazu zu sagen hat. Habe ich das richtig verstanden, dass ich dann jetzt hier der Gildenmeister bin, oder wie? Ich werde um Azar trauern. Sie hat gar nichts zu sagen dazu. Gut, dann haben wir eine Quest weniger. Dann machen wir als nächstes Captain. Weil Al-Sorna, wie gesagt, da muss ich nach New Ashos, da kommen wir noch nicht weiter. Und die Termiteneier, die sind ja überall verteilt. Ich weiß gar nicht, kann ich die auswählen? Die Quest, ja. Aber wir sehen es bestimmt nicht auf der Karte, oder? Nee. Das war mir klar. Hier unten habe ich... Ah, da muss ich als nächstes hin. Okay. Doch, Momentchen mal. Ich habe hier oben... Aber das ist der Questgeber, ne? Schätze ich mal. Ein... 30 Termiteneier will der haben.
Und ich glaube nicht, dass ich schon so viel eingesammelt habe. Wo haben wir denn die Termiten? Naja, das waren doch auch... Waren das nicht auch Alchemiezutaten? Ist ja auch egal. Die beste Ware zum erschwinglichen Preis. Ich würde die Folge dann jetzt hier an dieser Stelle erstmal wieder beenden und in der nächsten Episode kümmern wir uns dann um den Captain. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.